Von einer opulenten Sammlung über ein idyllisches Aquarell bis hin zu historischer Jahrmarkttechnik. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe des Kunst- und Antiquitätenformats Was schätzen Sie? Auch heute stehen wieder besonders interessante Objekte im Mittelpunkt unserer Sendung, die ich gemeinsam mit den Expertinnen und Experten des Dorotheums auf Herkunft und Wert überprüfen möchte. Ja, sowas geht weg und es ist eben herzig und stimmungsvoll. Also da findet man schon seine begeisterten Sammler. Diese unglasierten Arbeiten finde ich persönlich eigentlich am spannendsten. Also auch wenn wir uns hier diesen Turm ansehen. Ja. Er ist unregelmäßig, er ist schief. Stimmt, ja. Er hat nichts Gradliniges. Ja. Darf ich einmal ziehen, wenn wir schauen, wie stark ich bin? Als Sohn eines Antiquitätenhändlers hat Wolfgang Kaufmann schon im Kindesalter viel über Antiquitäten gelernt. Es ist natürlich wenig überraschend, dass auch aus ihm ein begeisterter Sammler geworden ist. In seiner Wohnung in Wien-Neubau hat Herr Kaufmann einen kleinen Teil seiner Sammelobjekte ausgestellt. Das Interesse für Antiquitäten wurde ihm gewissermaßen in die Wiege gelegt. Ja, wenn die ganze Familie Antiquitäten sammelt, Papa handelt und restauriert auch Antiquitäten, Tischlermeister und Restaurator, dann ist das natürlich in den Alltag eingebunden. Und für mich als einer, der in technische Sachen interessiert ist und in Basteln interessiert ist, war es eigentlich eine logische Schlussfolgerung, da das Interesse zu zeigen und mit den entsprechenden Sammlungsgebieten halt auch mitzumachen. Meine Jukebox-Sammlung wurde auch mehr oder weniger beschlagnahmt von meinen Töchtern. Also das ist schon ganz genau aufgeteilt. Und die kleine, die Roccola Princess, ist auch eine Jukebox von der Chiara schon, die sie selbst bestücken. Die suchen schon Platten im Internet und in Plattenläden und haben sehr viel Freude damit. Mehr, wie ich wahrscheinlich jemals gehabt habe. Ein leidenschaftliches Hobby, das Herr Kaufmann früher auch professionell ausgeübt hat, ist die Fotografie. In den letzten Jahren hat mich da auch sehr interessiert, nicht nur mehr die digitale, schnelle und kreative Fotografie mit Bildbearbeitung, sondern auch die historische Fotografie mit einer Kamera, die mechanisch und technisch so primitiv ist, dass sie den Ausdruck Kamera eigentlich gar nicht verdient. Um wieder Platz für neue Schätze in seiner Wohnung zu schaffen, möchte Herr Kaufmann einige seiner Automaten verkaufen. Ein besonders spannendes Objekt bringte er dafür ins Dorotheum, um von dem Experten für Unterhaltungselektronik, Herr Simon Weber-Unger, eine Einschätzung über den Wert zu erhalten. Es steht vorne drauf, glaube ich, mal kurz schauen noch einmal, Kraftmesser. 50 Pfennig. Ist das aus Deutschland Pfennig oder haben wir in Österreich auch einmal Pfennig gehabt? Ja, das ist Deutschland. Das okay. Ist aus der Zwischenkriegszeit, ist in der Zwischenkriegszeit in Deutschland entstanden. Ja. Mhm. Wo hat man das, war das privat, ist das in einem Gasthaus gestanden, wo ist das zum Einsatz gekommen? Da gab es Firmen, die sowas hergestellt haben und das ist... Es kann in einem Gasthaus gewesen sein, es kann vielleicht auf einem fahrenden Jahrmarkt, das vielleicht jemand mitgehabt hat und ab und zu vorgeführt hat, an einer öffentlichen Stelle vielleicht, aber nur kurz eben, damit es nicht wegkommt, gestohlen wird. Ich muss auch die Frage von vorher zurückziehen, weil es wäre völlig absurd, wenn man das privat zu Hause hat und dann immer 50 Pfennig einwerfen muss bei ja. sich selber. Ja. Das ist ja ein bisschen absurd. Und man kann sie wieder rausholen dann. Ja, ja. Ah, ja. Stimmt. Ja, genau. Ja. Können Sie sich noch erinnern, Sie haben es damals Ihr Vater hat es gekauft. Ja. Was haben Sie damals gezahlt? Das ist 35 Jahre her.
ein zweistelliger Eurobetrag. Vor 35 Jahren war Schilling noch. Ja, ja, natürlich. Jetzt habe ich schon umgerechnet. Ja, okay. Wir sind ja modern. Gut. Und haben Sie ein bisschen geschaut im Internet, ob was sowas wert sein könnte? Gibt es da überhaupt einen Markt für sowas? Es gibt ab und zu, alle paar Jahre wird mal einer verkauft, auch in einer relativ großen Spanne. Okay, okay. Ja, also die Technik ist relativ robust, glaube ich, ist es schön überschaubar. Gesagt. Überschaubar. Es ist nicht wahnsinnig kompliziert, oder? Es ist nur Mechanik. Darf ich einmal ziehen? Mal schauen, wie stark ich bin. Oder werde ich dann elektrisiert? Nein, nein. Das ist ein Witzgerät. 210, das schafft kaum das einer. Ja. Dann machen Sie mal, ja, machen Sie. Aber jetzt richtig alles, was Sie angeben. 300. 300. Los. Ja. Jeder das große Kräftemessen. Wie viel? 320. Das kommt vom, überhaupt nicht lustig, kommt vom Fischen. Okay. Es steht vorne auch drauf, was irgendwas Elektrisches ist, aber ich sehe nichts Elektrisches. Es gehören zwei Batterien eigentlich rein, 4,5 Volt Batterien. Und dann leuchten hier die Lämpchen auf. Je mehr man, je stärker man zieht, desto mehr Lämpchen leuchten auf. Und eine Glocke würde bei Ihnen, glaube ich, schon ertönt haben bei 300. Nicht? Naja, da ist zu wenig. Da ist die Glocke. Wie schaut es denn aus? Ich finde das ja sehr unterhaltend, solche Sachen. Und ich finde es auch optisch eigentlich sehr schön. Mir gefällt das gut, solche Dinge. Wo haben Sie es dann stehen? Im Wohnzimmer oder im... Im Wohnzimmer zurzeit noch, ja. Und auch wenn Gäste kommen, ich würde das ja sofort versuchen. Ja, da will natürlich jeder spielen, das ist klar, aber das hält das Gerät trotz seines Alters gut aus. Locker aus. Einen Markt gibt es, wo kommt das, bei welcher Versteigerung kommt das dann zum Beispiel? Ja, das ist manchmal bei Reklame dabei, das werden Sie wissen, bei Reklame werden oft solche Automaten versteigert, aber auch bei technischen Auktionen. Aber wir haben einmal eine Sammlung gehabt und... andere Automaten in der Art sind zum Beispiel Schilling-Hupfer, das kennt vielleicht mehrere Leute hier. Oder was gibt es noch? Ja. Baiazzo gibt es, das ist ein tanzender Clown und so. Es gab verschiedene Automaten, wo man eben Schillinge rein, und die waren meistens in Wirtshäusern eigentlich. Ja. So, jetzt muss ich einmal noch nach vorne schauen, weil da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, was ich da herausfinden kann. Zum Beispiel... Die Kraftleistung, war ich bei 320 oder 220, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Sagen wir 300. Okay, sagen wir 300. Nein, ich war in Wahrheit bei 220 und das ist nicht einmal verzeichnet hier, das finde ich äußerst unfair. Und wenn ich ganz stark bin, bei 410 bin ich Zimmermann, ja, eigentlich logisch, oder? Schuhmacher, Schneider. Ah ja, und ich war bei Weber. Weber. Ja, natürlich, super, ja. Mein Name. Das ist ja eigentlich... Das geht ja auch nach Namen. Ja. Ich bin Kaufmann. Das ist ja unglaublich. Das ist jetzt fast unheimlich, oder? Herr Kaufmann, haben Sie... Also ab welcher Summe wären Sie jetzt zutiefst beleidigt, wie der Herr Weber-Unger jetzt das Ding schätzen würde? Oder ist völlig wurscht? Mich interessiert seine Schätzung, darum sage ich nichts. Okay. Na gut, aber Sie wollen es verkaufen. Ich bin es am Verkaufen, ja, genau. Aber wenn der Herr Weber jetzt sagt 15 Euro oder so etwas, dann... Dann würde ich an seiner Kompetenz zweifeln. Gut, viel vorsichtig, ja. Also Sie können ja dann auch ein bisschen aggressiv werden, wenn es zu... Nein, das ist nicht notwendig. Nein, um Gottes Willen. Schlechter Scherz, der herausgeschrieben. Aber ich kenne die letzten Ergebnisse, so Online-Auktionen und so weiter, Verkäufe in der Szene. Okay. Na, ich bin gespannt, bitte. Naja, ich denke, ein realistischer Schätzpreis wäre irgendwas zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Sowas. Ach doch, also das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das drunter liegt. Das ist, passt ungefähr für Sie das auch? Das ist an und für sich ja, realistisch im Bereich. Es hat welche gegeben um 3.200 in den letzten Jahren. Aber die meisten bewegen sich in den Bereich. Ja. Okay. Das heißt, Sie wären es... Versteigern im Dorotheum und irgendwann. Ja. Werden wir auch vielleicht nachfragen, was die Sache gebracht hat? Ja, machen wir das. Ja, ich bedanke mich herzlich, es ist ein tolles Stück. Und vielleicht haben Sie noch andere und wir sehen uns dann einmal wieder. Danke sehr. Gerne, danke für die Einladung. Danke. Ich denke, dass die von
1.000, 1.500, das dürfte eher der untere Bereich sein. Ab und zu sieht man mal einen wesentlich teureren, aber es kommt natürlich auch auf den Zustand drauf an. Giovanni Beltrami war ein im frühen 19. Jahrhundert aktiver Künstler, der vor allem für die Herstellung von Gemmen bekannt war. Ein ganz besonders interessantes Stück bringt uns heute die Tirolerin Leonie Fankhauser. So, Frau Fankhauser, das sind die beiden Experten. Hallo. Im Hause hier. Sie haben uns ein sehr schönes Schmuckstück mitgebracht. Erstens einmal, was ist das? Also ich habe heute mitgebracht eine Brosche, muss aber ehrlich dazu sagen, dass es nicht meine persönliche Brosche ist, sondern es ist die von meinem Onkel aus Oberösterreich. Der ist aber leider heute verhindert und mein Onkel hat diese Brosche aber an sich geerbt von seiner Oma. Aha. Genau. Das heißt, Sie wissen eigentlich wahrscheinlich wenig bis gar nichts über die Brosche? Leider weiß ich nichts, aber ich freue mich, wenn ich heute etwas erfahren würde. Sehr gut, wunderbar. Da bin ich sicher, dass... Das werden wir schaffen. Darf ich vielleicht, Frau Fjölger-Herrsch, mit Ihnen beginnen? Was ist das überhaupt? Ja, also das Besondere ist weniger, dass es eine Brosche ist, als vielmehr eine sogenannte Gemme. Und Gemmen sind ein Überbegriff für Steinschleifkunst, Steinschneidekunst eigentlich. Und da unterscheiden wir zwischen Intaglio und Kamen. Also Intaglio, was wir hier haben, ist in die Tiefe gehend. Also der Stein wird bearbeitet. Ausgeschabt. Dazu komme ich noch. Geschabt wird eigentlich gar nicht. Das ist eine ganz eigene Technik. Im Unterschied zu Kamé, wo das darzustellende Sujet nach außen tritt. Und wie schaut jetzt diese Schneidekunst aus? Also es wird eben nicht ausgeschartet, sondern dieser Stein wird in eine feste Form gegossen und es rotiert der sogenannte Zeiger mit unterschiedlichen Köpfen und der Stein wird dann angehalten und jeweils geschliffen. Das ist das eine und das wird bis heute so gemacht. Aha. Und das andere ist, dass es gar kein Stein ist und das ist eigentlich das Besondere daran, sondern Glas. Also das wurde gegossen, ein sogenanntes pâté de verre, also Glasmasse, die in dieser Form gegossen wurde und nachträglich bearbeitet wurde. Ja. Eine eigene Technik, die eine eigene Technik, ja. So viele Leute beherrschen. So ist es. Da stellen wir das relativ aufwendig vor. In Stein noch etwas also schwieriger zu arbeiten. Glas ist ein bisschen leichter zu bearbeiten. Aber natürlich alleine schon durch, die, durch das Gießen des, des Glases ist schon ein Arbeitsprozess relativ verkürzt worden. Mhm. Ja. Der Vorteil war halt auch bei Glasgüssen oder bei Pâté de Verre, dass man verschiedene Farben sich aussuchen konnte. Beziehungsweise hat man halt versucht, echte Steine nachzuahmen. Also eine Farbe, das wäre halt eine typische Farbe für einen Achat, der durchaus in der Natur auch so vorkommt. Aber wenn man sich das dann eben genauer ansieht, sieht man ganz kleine Bläschen drinnen. Mhm. Und damit weiß man, dass das Glasmasse ist. Okay. Ja. Das Besondere an dieser Gemme hier sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen kennen wir den Künstler, weil er sich eingraviert hat. Und es ist das Material interessant. Ja. Der Künstler heißt Giovanni Beltrami, ein Italiener, der 1777 geboren wurde, aus einer Juweliersfamilie kommt und sozusagen schon in frühen Jahren in der Werkstatt immer wieder mit Steinen zu tun hatte und diese Kunst autodidaktisch gelernt hat. Er ist dann Ende des 18. Jahrhunderts nach Mailand gegangen, weil er dort mehr lernen wollte. Und der damalige Meister sozusagen, Giacomo Grassi, hat erkannt das große Talent von diesem Künstler und hat immer sein Werkzeug weggeräumt und wollte ihm gar nichts beibringen. Und daraufhin ist Beltrami wieder zurück nach Cremona und hat alleine weitergearbeitet. Ein Eifersuchtsdrama. Ein Eifersuchtsdrama. Beltrami hatte Gott sei Dank ein paar Mäzene, unter anderem Sommarriva, also ein ganz bekannter Kunstmäzen Politiker im 19. Jahrhundert. Und ich glaube, da ist jetzt mein Kollege sozusagen, Herr Dr. Strassoldo, am Zug, was die Darstellung betrifft des Stückes. Das ist wirklich was Außergewöhnliches. Herr Doktor, was sehen wir? Ich erlaube mir, das in die Hand zu nehmen und sehe etwas, was mir bekannt vorkommt. Genau diese Darstellung zeigt die Übergabe der Stadt Florenz an Jesus Christus als Zeichen der Widmung der Stadt Florenz an Gott, den Herrn. Das Vorbild zu dem hier ist die sogenannte Borgherini-Familie, heilige Familie,
Das war ein Sammler, der das damals in Auftrag gegeben hat. Und man fragt sich, ob nicht vielleicht Herr Somariva in seinem Besitz, in seiner Sammlung, das Ölgemälde hatte, möglicherweise. Lässt sich leider nicht mehr feststellen. Aber es waren, das muss ich vielleicht auch noch ergänzen, also sehr oft Auftragarbeiten. Ja. Wir sehen hier im Hintergrund auch so eine florale Darstellung. Ich glaube, die ist am Bild nicht auf der Seite. Also es ist ein bisschen so ein Rahmen geschaffen worden. Und es ist die Jahreszahl, zu der das wahrscheinlich entstanden ist, nämlich 1820, eingraviert. Wenn ich so anschaue, ich kann mir relativ wenig vorstellen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, einen Abdruck oder genau was zu machen? Genau, das ist es. Also ich habe hier ein Plastilin mitgenommen und wir können das einmal ausprobieren. Wenn man das hier drauf drückt, das wurde eben auch oft diese Technik für Siegelringe verwendet. Und dann sieht man hier eben... Wie ein Stempel? Wie ein Stempel. Ah ja, klar. So. Sieht man hier sozusagen jetzt den Abdruck. Ja. Ja. Da kann man das natürlich besser sehen als auf dem dunklen Stein, die Abbildung. Und das wurde, diese Technik wurde eben für Siegelringe vielfach verwendet, wo das als Personalisierung eines Schriftstückes zum Beispiel war, wobei hier einfach der Dekor das Wesentliche war. Wie stelle ich mir das ganz naiv vor? Der hat das Bild irgendwo gehabt und hat nach diesem Bild, oder hat er das irgendwie übertragen? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie man das macht. Es wurde vorgezeichnet. Ich nehme an, dass er wie ein normaler Kopist gearbeitet hat oder einen Kopisten an der Hand hatte, der das für ihn gemacht hat, der das dann übertragen hat auf dieses kleine Objekt. Also wir wissen zumindest, es wird in Italien von Beltrami gefertigt worden sein. Ja. Wie es dann nach Oberösterreich gekommen ist, wir wissen es nicht. Bitte, wenn, weiß nicht, ob es wahrscheinlich eher Sie das machen, den Schätzpreis ungefähr mal sagen können. Es ist also durchaus ein Stück, das als Schmuck eine Bedeutung hat, weil es alt ist, weil es in einem guten Zustand ist. Und aufgrund des Zustandes, des Alters, der Signatur auch, würden wir das in einem Bereich zwischen 2.000 und 3.000 Euro in dem Schätzwert ansetzen. Jetzt weiß ich endlich, was eine Gemme ist. Ich muss gestehen, ich habe jahrelang überlegt, was ist eine Gemme, und konnte mir nie irgendwas darunter vorstellen. Und ich glaube, da war es bei Ihnen ähnlich. Ist ähnlich. Danke sehr, dass Sie es gebracht haben. Viele Grüße an den Enkel, gute Besserung. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich habe wieder viel gelernt. Sehr gerne. Danke herzlich und hoffentlich auf bald. Sehr gerne. Dank. Danke sehr. Ich bin überrascht über die Schätzung und freue mich, dass so ein positives Ergebnis herausgekommen ist, und werde es genauso meinem Onkel weitergeben und hoffe, er freut sich genauso viel wie ich. Immer wieder bekommen wir Zuschriften von Zuseherinnen und Zusehern, die im Besitz von Kunstobjekten sind, die sich schon seit Generationen im Familienbesitz befinden. Diese Kunstwerke begleiten sie möglicherweise schon ihr ganzes Leben, aber oft wissen sie nicht viel über diese Objekte. Ja, und genauso geht es auch unserer nächsten Besucherin, Frau Miriam Eulert. Was es mit dem nächsten Objekt auf sich hat, erklärt uns nun die Expertin. Frau Eulert, begrüße Sie herzlich im Dorotheum. Die Frau Dr. Hussl-Hörmann ist die Zuständige für Bilder aus dieser Zeit. Der Bogen spannt sich von 19. bis 20. Jahrhundert. 19. 20. Jahrhundert. Ein sehr schönes, stimmiges Bild. Woher haben Sie das? Ich habe das von meinem Patenonkel gekriegt zur Taufe, und ich habe das jetzt schon so lange, und da habe ich mir gedacht, ich würde gern wissen, was da dahinter steckt und wie viel es vielleicht wert ist. Und vom Patenonkel zu Ihrer Taufe bekommen, ja, oder? Genau. Sehr nett. Ja. Hat er Ihnen erzählt, von wo er es hat oder wo er es gekauft hat? Sie wissen gar nichts. Nein, ich weiß eigentlich gar nichts drüber. Null? Ja, also ich habe gegoogelt. Und dass er Friedrich Frank heißt, weiß ich. Und dass er um 1900 herum gelebt hat, weiß ich auch. Aber sonst habe ich jetzt keine große Erwartungshaltung. Okay. Also. Okay. Und Sie überlegen zu verkaufen oder das zumindest? Oder schauen wir mal, was es wert ist? Ja, also ich würde es eigentlich auch gern behalten, weil ich es schon so lange habe. Und ich hänge eigentlich dran. Aber wenn es viel wert ist, überlege ich es mir vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Dann bin ich sehr gespannt. Der Maler ist Herr Frank.
Genau, das sieht man ganz deutlich. Ja. Er ist nämlich angenehmerweise ein Künstler, der in Blockbuchstaben signiert. Also kann man es auch gut lesen. Das ist ja nicht immer der Fall. Und oben ist auch noch der Vorname. Also er heißt Friedrich Frank. Muss ich Friedrich Frank kennen? Eigentlich müssen. Ja. Er ist sehr bekannt, weil er ein Vedutenmaler war und viele Ansichten von Wien gemacht hat und von den verschiedenen Reisen, wo er war. Also er ist relativ häufig am Markt, und von dem her könnte man ihn schon kennen. Vor allem mit Aquarellen, sehr selten mit Ölbildern. Wann hat Herr Frank gewirkt, gemalt? Er ist 1871 geboren und hat also dann in seinen 20ern dann eine Ausbildung an der Akademie der Bildenden Künste in Wien genommen, also ein klassischer Werdegang. Und er war dann als Theatermaler tätig, weil das Theater damals Ende des 19. Jahrhunderts ja so eine Boomphase erlebt hat und man brauchte natürlich recht viele Künstler, die auch Bühnenbilder gemalt haben. Also das war ein recht lukrativer Arbeitsfeld und da war er auch tätig. Aber er hat sich dann spezialisiert auf Veduten. Ich habe immer gedacht, dass wenn man sagt, so Theatermaler, Kulissenmaler, dass das eigentlich was Schlechtes ist oder wertmindernd. Aber das ist nicht der Fall. Gustav Klimt war das auch. Also nicht wirklich als Kulissenmaler tätig, das ist richtig. Aber für das Theater zu arbeiten, war ein interessanter Auftraggeber. Und für Bühnenbilder zu arbeiten, war total okay. Auch für, also fast ein sicherer Job für Künstler. Okay. Es ist nichts Negatives, ja, also in keinster Weise. Sondern man muss das auch können, dass man in großem Format wirkmächtige Bilder erzeugt. Er ist aber dann bei diesen Bildern, für die er da ja eigentlich auch bekannt ist, sehr häufig im kleinen Format tätig gewesen. Also größere Formate als die sind selten, eher sogar noch kleinere. Und er nimmt immer sehr reizvoll Stadtansichten an. Wien natürlich von den verschiedensten berühmten Gebäuden und Straßenzügen, aber es gibt auch von Innsbruck, es gibt von Linz, also es gibt auch so von verschiedenen Städten. Er hat auch ein nicht uninteressantes Leben, denn er ist auch viel gereist. Er war auch in Palästina und in Kairo, und also in Ägypten, gemalt. Und auch von dort gibt es Bilder. Also das ist eine ganze. Ja, es ist eigentlich fast so lieblich oder schaut ein bisschen wie so in einem Kinderbuch aus. Ja, sehr also das ist wirklich besonders reizend. Man könnte sagen herzig als Beschreibung. Es ist ein Bauernhof, eine Alm mit Bauernhof, in Südtirol. Auch von dort wissen wir, dass er des Öfteren sich aufgehalten hat. Ich kann den Berg jetzt leider nicht identifizieren, Sie, aber es gibt sicher Zuschauer, die den kennen. Ja, sehr markant. Aber wo hat er gelebt, der Wagner-Onkel? In Tirol. Aber nicht in Südtirol. Nein. In Südtirol? Nicht in Südtirol, aber in Tirol normal. Es kann durchaus sein, dass ein Zuseher uns dann helfen wird und vielleicht sich meldet und sagt, welcher Berg das ist. Das ist gut möglich. Auf jeden Fall kommt immer wieder, auch immer wieder, kriegen Sie immer wieder Herrn Frank? Ja, Friedrich Frank ist eigentlich regelmäßig. Es ist ein Aquarell und eine Gouache, also dieses Deckweiß. Mit dem hat er ganz fein Erhöhungen gemacht oder auch die Blumen in der Wiese. Und wenn man das beschreibt, dann würde ich meinen, es ist Frühling. Ja, weil das sind auch die frischen Blumen und ich würde sogar sagen, dass sich hier ein Osterkorb befindet. Also wo sind Sie denn? Naja, da ist ein kommendes Ringelrei, machen Sie um einen Korb und offensichtlich haben Sie die Eier da gerade gefunden und freuen sich und tanzen rundherum. Können Sie mir erklären, was eine Gouache ist? Ja, eine Gouache ist ein anderer Begriff für deckende Farben. Also Deckweiß ist es vor allem, aber es gibt es auch in anderen Farben. Das ist dicker im Auftrag als Aquarellmalerei. Und hier ist eine Mischung? Das ist eine Mischung. Die Schneeflecken hier zum Beispiel, das ist natürlich alles mit einem Deckweiß gemacht. Ja. Und hier so einzelne, auch da, das hat er mit Grau, mit schwarzer Farbe ein bisschen vermischt, sodass dieses Grau entsteht. Sehr schön, dass es sieht man noch, wie mit Stein gedeckt worden ist, um die Schieferplatten zu schützen, ja, das ist damit also, sie nicht weggeweht werden. Damit genau geschützt sind. Frau Eulert, ab welcher Summe wären Sie bereit, das zu verkaufen? Da bin ich sehr unentschlossen. Okay, das heißt, hören wir uns lieber erst die Summe an und dann schauen wir. Wie preislich ist Friedrich Frank jetzt nicht in einem sehr hohen Bereich? Ich würde sagen, weil es wirklich so besonders nett ist und wie gesagt, wenn man dann vielleicht auch herausfindet, welcher Berg das ist, also immer jede topografische Genauigkeit ist natürlich willkommen. Ich würde das ansetzen mit einem Rufpreis 600 oder vielleicht auch 700 Euro.
damit man mal viele Sammler auch dafür begeistern kann. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch über 1000 gehen kann. Ja? Weil also, sowas geht weg. Ja, sowas geht weg und es ist eben herzig und stimmungsvoll, von der Größe wunderbar. Also da findet man schon seine begeisterten Sammler. Wunderbar. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Danke Ihnen auch. Danke fürs Bild. Und wenn Sie es verkaufen, ich glaube, Frau Polz. Also der Schätzwert ist jetzt nicht so hoch, dass ich es unbedingt gleich verkaufen muss. Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall erst einmal behalten, weil ich hänge schon dran. Ich habe es seit meiner Taufe. Aber es war trotzdem sehr nett, mehr darüber zu erfahren. Und jetzt kann ich ein bisschen mehr an den Maler denken, wenn ich es dann dran ziehe. Die Kunst wurde ihr in die Wiege gelegt, im wahrsten Sinn des Wortes. Unser nächster Gast, Sophie Schmidt, stammt aus einer Künstlerfamilie. Doch heute hat sie kein Werk ihrer Großeltern, sondern eine Skulptur des Bildhauers Franz Josef Altenburg mitgebracht. Was sich sonst alles im familieneigenen Atelier befindet, hat sie uns persönlich gezeigt. Stefan Zweig, Sigmund Freud oder Oscar Wilde, das ehemalige Atelier des Grafiker-Ehepaars E.P. Schlüsselberger und Georg Schmidt beherbergt nicht nur viel internationale Prominenz, sondern ist auch bis heute die Wohnstätte der Familie. Dass man in einem Atelier aufwächst, das ist was Besonderes. Am Anfang war es schwierig, weil man ja wirklich dann nur das Bett hat und sonst gar nichts. Und alles andere ist immer Ausstellungen und es darf nichts herumstehen, keine Taschen oder privaten Sachen. Aber mittlerweile gewöhnt man sich und findet das eigentlich toll, weil ja nicht viele sagen können, dass sie in einem Atelier leben. Das ist sehr interessant, finde ich. Man nimmt auf jeden Fall sehr viel mit. Bei mir ist es eben die Musik und das Zeichnen. Und es ist einfach schon normal für mich geworden, dass rundherum nur Kunstwerke sind. Als gelernte Keramikerin und Kostümbildnerin entwickelte E.P. Schlüsselberger eine eigene Gestaltungstechnik, mit der sie aus Stoffen und anderen Materialien Kunstwerke kreierte. Sie haben ja viel zusammen gemacht, aber sie haben trotzdem jeder irgendwie einen eigenen Stil. Meine Oma zum Beispiel hat die Engel gemacht. Und mein Opa hat eben eher Dichter gemalt oder Musiker. Georg Schmidt gestaltete weiters über 100 Bühnenbilder und wurde als erster Österreicher in die Alliance Graphique Internationale aufgenommen. Enkelin Sophie Schmidt betreut nun das über Jahrzehnte angewachsene Archiv. Da haben wir drinnen die ganze Dokumentation, also es sind ganze Bücher oder Artikel und Ausschnitte und das wird natürlich aufgehoben, so wie beim Opernballplakat, das sie gestaltet haben. Und es sind auch sehr viele Fotos, weil bei uns waren sehr viele berühmte Leute bei den Ausstellungen. Wir haben sogar ein Gästebuch, wo sich dann alle eingetragen haben, damit man eben eine Erinnerung hat, wer alle da war, weil das, wenn es so viele sind, merkt man sich das dann gar nicht mehr. Jeder hat was anderes, entweder eine Arztfamilie oder mit Gärtnern, aber ich habe Künstler und das finde ich sehr schön. Im Dorotheum soll nun die Altenburg-Kennerin Magda Pfabigan ihre Expertenmeinung zu der besonderen Skulptur abgeben, die Sophie Schmidt heute zur Schätzung eingebracht hat. Das muss ich natürlich fragen, was ist Sie? Wo sind Sie künstlerisch tätig? Ich bin musikalisch tätig. Okay, was seit 20 Jahren spiele ich Blockflöte, echt? Sopran, Alt und Tenor. Aha. Und habe auch im Musikverein schon gespielt. Echt? Und, ja. Also nicht Blockflöte, wie ich Blockflöte spiele, sondern... Nein, richtig, schon die Holzblockflöte und schon die professionelle, nicht die Schulblockflöte. Wieso wissen Sie, vielleicht bin ich auch ein professioneller Blockflötenspieler? Nein, das wüsste ich, weil ich kenne ja Ihre Sendungen. Also, das ist vielleicht geheim, das ist mein Hobby. Vielleicht. Kann sein, oder? Ja, natürlich, alles ist möglich. Alles ist möglich. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt ganz weit weg von diesem schönen Kunstwerk, das gekauft wurde von Ihrem Vater. Genau, ja. Okay. Wo hat das gekauft? Im Jesuitenfoyer, da war eine Ausstellung von Altenburg und da haben wir das gekauft. Und jetzt war es bei uns zu Hause. Ungefähr, wie lange ist das her? 10 Jahre. Und Sie haben den Künstler schon genannt?
Franz Josef Altenburg, genau. Okay. Genau. Können Sie mir ein bisschen was erzählen vom Franz Josef Altenburg? Ja, ich habe ihn persönlich gekannt. Sie wahrscheinlich auch, Frau Schmidt. Haben Sie ihn gesehen damals im Jesuitenkolleg? Oder? Ja, genau. Ja, genau. Er war wahnsinnig nett, wunderbarer Mensch, Künstler, sehr interessant. Man konnte mit ihm über alles reden. Das stimmt. Ja, ich habe ihn auch oft in seinem Atelier besucht, in Oberösterreich im Breitenschützing. Er hatte einen riesigen Bauernhof. Man kam überhaupt nicht weg dort, wenn man dort war. Weil er geredet hat und nein, man hat sich einfach so angeregt unterhalten und man konnte sich nicht losreißen von seinen Objekten. Und ich habe selbst auch einiges gekauft. Also ich war immer ein großer Fan von ihm und auch von seinen Kunstwerken. Er hat sich ja selber als Töpfer übrigens bezeichnet. Ach so, gar nicht als Künstler? Oder, nein, er war ein Künstler, aber er war wahnsinnig bescheiden. Also er war einfach sehr natürlich, wie seine Kunst auch ist. Ja. Ja, also, und Sie haben es schon kurz gesagt, Keramik. Er hat Keramik gemacht. Genau, er war Hafnermeister. Mhm. Also er hat gelernt bei Hans Adametz, bei der Gudrun Baudisch, Wittke. In Oberösterreich, da war er in Gmunden auch, in der Werkstätte. Da hat er auch ein eigenes Atelier. Dann hat er sich selbstständig gemacht mit seinem Atelier eben in Breitenschützing, Asperding in Oberösterreich. Und ja, hatte viele Künstlerkollegen. Er selbst war eher ein Einzelgänger mit seiner Kunst. Mhm. Aber er stand sicherlich auch im Kontext seiner Zeit. Wann ist er gestorben, Herr Altenburg? Er ist im Jahr 2021 gestorben. Und hat eine interessante Familiengeschichte, weil er ein direkter Nachfahre ist von der Kaiserin Elisabeth und vom Kaiser Franz Josef. Richtig, dabei ist er auch in Bad Ischl auf die Welt gekommen. Ja, genau. Sogar in der Kaiservilla. Der Kaiservilla, ganz richtig. Er ist sozusagen von der Kaiservilla auf dem Bauernhof. Den hat er vorgezogen, um dort einfach künstlerisch tätig zu sein. Genau. Sie haben ihn auch getroffen, Frau Schmidt? Ja. Einmal, ja. Einmal? Ja. Und war interessant? Ja, sehr interessant. Finde ich sehr schön, die Dachstühle und die Türme, die er gemacht hat, muss ich sagen. Ach so, das heißt, das hat er oft gemacht, oder? Immer wieder Dachstühle, Türme? Er hat immer wieder auch ähnliche Themen aufgegriffen. Auch Kreuze hat er gemacht, unglasiert, aber er hat viel auch glasiert. Aber diese unglasierten Arbeiten finde ich persönlich eigentlich am spannendsten. Also auch wenn wir uns hier diesen Turm ansehen, er ist unregelmäßig, er ist schief, er hat nichts Gradliniges, also er hat so richtig das verneint eigentlich. Ja. Wenn man das jetzt einfach mal im Kontext sieht, in einem künstlerischen Kontext, dann steht da sicherlich auch irgendwo bei der Arts and Crafts Bewegung in England, die ja auch sozusagen nach draußen geschaut haben, in die ländliche Umgebung, die bäuerliche Umgebung, die sie aufgegriffen haben und einfach das Leben wiedergelebt haben in der Kunst. Und wie ich gesagt habe, eben auch andere Künstlerkollegen, aber eben auch diese japanische Raku-Technik. Also er war Raku-Technik. Ja. Sagt mir nichts. Ja, das ist auch einfach von der Glasur bzw. vom Material vergleichbar. Das ist nicht glasiert, haben Sie das gesagt? Das ist nicht glasiert, Glasiert heißt nicht gebrannt? Oder wie, zumindest gebrannt, doch, das muss man brennen, sonst fällt das auseinander. Was ist dann glasieren? Heißt dann glänzt es? Das ist einfach so eine Schicht, eine Glasur, die eben draufgegeben ist. Damit wird es nochmal extra gebrannt auch. Okay, verstehe. Ja, genau, da gibt es verschiedene Formen von Glasuren auch. Wenn wir uns das hier ansehen und auch eben anfassen, dann spüren wir eben auch, dass es nicht glasiert ist. Ich lege ihn mal ein bisschen zur Seite. Ich traue mich dann nicht, dass man hier anfasst. Man kann es gut anfassen auch. Ja. Sie sehen auch hier, es verschwimmt so ein bisschen, es läuft herunter. Mhm. Ja. Hier fehlt es auch bewusst. Also es ist einfach es gibt keinen wirklichen Eingriff auch hier. Und auch keine Perfektion. Keine Perfektion, keine Gradlinigkeit, eben nichts Artifizielles. Genau. Das Gegenteil von Ihrem Blockflötendasein eigentlich, oder? Ja. Genau, das sollte perfekt sein. Ja. Wie ist denn die Preisentwicklung beim Herrn Altenburg? Ist es ja oft, wenn ein Künstler nicht mehr lebt, dass der Preis steigt? Mhm. Ist das in dem Fall auch? Es ist in dem Fall auch der Fall. Mhm. Also seit er gestorben ist, sind die Preise wirklich sehr angestiegen. Okay. Früher waren sie relativ stabil, aber eher auf einen mittelmäßigen Sektor, möchte ich mal sagen. Aber jetzt steigen sie wirklich toll. Mhm. Ja. Haben Sie irgendeine Vorstellung? Da können Sie sich noch erinnern, um wie viel der Vater das gekauft hat? Wissen Sie das oder nicht? Nein, leider nicht. Nein. Und haben Sie ein bisschen gecheckt, irgendwo recherchiert, was es wert sein könnte? Oder haben Sie eine Erwartung?
Nein, Erwartung nicht. Ich habe mir nur gedacht, dass es sicher jetzt mehr wert ist, wenn er nicht mehr lebt und dass er der Preis steigen wird. Okay. Also Sie haben keine, Sie sind jetzt nicht geschockt oder? Nein. Okay. Ich höre mir mal die Expertenmeinung an. Gut, dann würde ich bitten, Frau Dr. Fabi, wo pendeln wir uns da ein? Ich würde im Rahmen der Auktion diesen Turm für 1.200 bis 1.800 Euro einschätzen. Okay. Und hoffe auch, dass wir einfach ein tolles Steigerungspotenzial dann noch haben in der Auktion, dass es auch schön angesteigert wird. Prinzipiell ist das wird gern gekauft, der Herr Altenburg, oder? Ja, er wird sehr gerne gekauft. Er hat viele Liebhaber, viele Sammler auch. Also es schaut gut aus. Gut. Ja. Frau Schmidt, ich danke Ihnen sehr. Ja. Danke Ihnen auch. Vielen, vielen Dank. Ich danke auch. Dankeschön. Danke. Ja. Ich finde auch so schön, immer wenn man eine Künstlerin noch nicht so gut kennt, was man erfährt und sich weiterbildet, hier ein bisschen großartig. Also mit dem Schätzwert bin ich sehr zufrieden und das Gespräch fand ich sehr interessant, dass man auch Hintergründe über den Altenburg erfahren hat, finde ich gut. Und auch mit den Flecken da, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst beim Turm, dass das da nicht glasiert ist, sondern dass nur die Flecken sind. Das fand ich sehr gut. In einer der vergangenen Sendungen hat mir Frau Marianne Hussl-Hörmann vier wunderbare Gemälde des Tiroler Malers Alfons Walde präsentiert. Die Werke sind mittlerweile versteigert worden und wir blicken auf die Auktion zurück. Ich kann gleich vorweg sagen, es war ein großer Erfolg und alle vier Bilder haben einen Zuschlagpreis über den oberen Schätzpreis erzielt, was schon sehr beachtenswert ist. Zwei dieser Bilder haben einen besonders hohen Wert erzielt. Zum einen die sehr bekannte Darstellung des einsamen Berghofs. Man sieht schon eigentlich diese Elemente, die die Kunst Alfons Walders auszeichnen. Einerseits ein makelloser blauer Himmel. Es gibt fast keines seiner Panoramabilder, wo nicht der Himmel zu sehen ist, weil der sofort einen schönen Tag evoziert. Und auch die besonders schöne Darstellung von Schnee war ein wiederkehrendes Markenzeichen des Malers. Und das haben wir geschätzt von 250.000 auf 380.000. Und der finale Zuschlag war bei 420.000. Das ist der Höchstpreis für dieses Motiv gewesen. Übertroffen wurde dieses Bild bei der Auktion nur von einem Werk mit dem ganz einfachen Titel Almen und Gletscher. Und das ist auch sehr bezeichnend. Er hat sicher genau gewusst, welche Alm das ist. Und er hat möglicherweise auch die Berggipfel gekannt. Aber eigentlich geht es ihm ja nicht um das, sondern es geht ihm ein Bild, ein Idealbild von Berg, von Alm, von Wiesen, von alpiner Stimmung zu kreieren. Da geht es nicht um die topografische Genauigkeit. Wir hatten das geschätzt, 220.000 bis 360.000 und der letzte Zuschlag war aber erst bei 450.000. Also insgesamt ein wirklich sehr großer Erfolg. Es hat auch gezeigt, dass das Interesse für Alfons Walde ungebrochen ist, dass er wirklich eine Strahlkraft hat, die zeitlos ist. Man muss auch dazu sagen, es waren alles Bilder, die die letzten Jahrzehnte immer im Privatbesitz gewesen sind, also wirklich ganz neu auf den Markt gekommen ist. Auch das ist natürlich nicht nur eine Sensation, sondern das wird von den Sammlern sehr gewürdigt. Unter dem Titel Eine Wiener Sammlung wurde im Dorotheum kürzlich das Interieur einer Wiener Villa versteigert. Die Einrichtung, bestehend aus rund 400 Kunstgegenständen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, wurde über mehrere Jahrzehnte liebevoll zusammengestellt. Gemeinsam mit dem Möbelexperten Alexander Dozi möchte ich mir ein Highlight dieser Auktion genauer anschauen und ein wenig über die Entwicklung solcher Sammlungen in den letzten Jahrzehnten sprechen. Gibt es solche Art Sammlungen heute noch oder ist das etwas ganz Seltenes oder Rares?
Also ich muss gestehen, ich war selber überrascht, wie ich in dieses Haus eingetreten bin, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Ich wusste schon einige Stücke, von einigen Stücken wusste ich was, aber ich wusste nicht über die Fülle an wirklich hochstehenden barocken Möbeln. Und das ist ja nur eines, das prunkvollste, wenn man so will, das dort vertreten ist. Aber dieser Typus der Einrichtung des Wohnungs- oder Villeninventars war mir so auch nicht bekannt. Also offensichtlich schlummern doch einige Schätze in der Wiener Großstadt. Was mir auffällt bei den vielen Dingen, und auch hier ist es eigentlich ein unglaublich guter Zustand, es ist nicht überrestauriert, ja, was ich ja immer ganz schlimm finde. Ja. Kann man es einmal vielleicht aufmachen, wenn ich jetzt hier auf dieses Stück komme. Ja. Das ist Elfenbein. So ist es. Braucht man da nicht irgend so eine spezielle Genehmigung? Ja. Das Verfahren ist ein bisschen langwierig. Ist aber machbar, wenn man nachweisen kann, woher die Stücke kommen. Aber die Idee ist dahingehend, dass man sagt, man will den Elfenbeinmarkt nicht anfeuern, befeuern. Und so gesehen werden solche Arbeiten oder Elfenbeinfiguren sehr streng behandelt. Man kann aber sich beim Magistrat darum kümmern. Dauert ein bisschen, aber wird grundsätzlich positiv abgewickelt. Mhm. Man sieht das wunderschön, es ist wirklich toll gearbeitet. Ich sehe das jetzt eben auch erst so, diese schönen Metallplättchen, die da eingearbeitet sind. Ungefähr wann ist das gebaut worden? Das ist circa Mitte 18. Jahrhundert entstanden, dieses Möbel. Also es ist doch immerhin ein Vierteljahrtausend alt. Und tatsächlich in dieser Villa wurden die Stücke sehr pfleglich behandelt. Also ich habe in den Laden noch sicherheitshalber so Ersatzstücke gefunden von Beschlägen und so weiter, Furnier, für den Fall, dass etwas verloren geht oder beschädigt wird. Darf ich einmal so eine Lade rausnehmen, dann mache ich das kaputt. Machen wir es, vorsichtig. Ja. Das fällt mir so oft auch auf, diese, was ist das hier, ist das ein Papier? Das ist ein Papier, ein typisches Japan-Papier, das verwendet wurde schon im 18. Jahrhundert. Dieses ist natürlich später dazugegeben worden, wahrscheinlich im Zuge von Restaurierungen oder Verbesserungsarbeiten wurde das damit ausgelegt. Ja. Auch die Beschläge sind sehr schön, die natürlich extra für so ein Möbelstück gemacht wurden. Ja. Und ich meine, hier sieht man ein bisschen der Zustand, da plattelt es ein bisschen auf, aber ich finde das eigentlich immer ganz schön, weil es eine gewisse Patina hat. Es lebt sozusagen. Ich bin sehr gespannt über den Preis, aber vor 20, 30 Jahren wäre der Preis wesentlich höher. Auf jeden Fall was das Drei- oder Vierfache. Nein, so viel gleich. Ja, weil einfach die Nachfrage sehr groß war damals. Eben im Rahmen des bürgerlichen Wohnens waren solche Möbel sehr gefragt und haben dementsprechend den Preis erzielt. Jetzt bin ich sehr gespannt, was jetzt der Preis ist von diesem Möbelstück. Also wir setzen solche Möbel an zwischen 14 und 18.000 circa. Wahnsinn. Und vor 30 Jahren das 3- bis 4-fache. Ja. Manchmal sogar mehr. Wirklich, unglaublich. Sehr interessant. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Und wir werden berichten, für wie viel dieses schöne Stück weggegangen ist. Danke nochmal. Danke. Meine Damen und Herren, damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe natürlich, Sie schalten auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir neue Kunstgegenstände und Antiquitäten genau unter die Lupe nehmen. Sollten Sie selber einen Gegenstand besitzen, über den Sie gerne mehr erfahren möchten, bitte unbedingt ein Foto mit einer kurzen Beschreibung an uns schicken. Die Adresse was-schätzen-sie@orf.at und mit ein bisschen Glück darf ich Sie als Gast in unserer nächsten Sendung begrüßen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Unterhaltung mit dem Programm auf ORF3. Auf Wiedersehen.